einfach gehört. Und von unten. Ach, scheiß drauf. Ich meine, Erfahrung, schön und gut, Erfahrung ist auch wichtig, aber ich schwimme jetzt hier nicht mitten in der Nacht, wo ich Gefahr laufe, alle 5 Meter angegriffen zu werden, wegen 2 Kügelchen durch die Kante, also, ne. Und 51 Cola. Ey, ist doch. Also manchmal denke ich, Minecraft verarscht mich. Erst haben wir hier keine Kohle und sehen zwar Kohle so super kleine Flecken an der Wand entlang, aber so großartig war da nie was. Und jetzt auf einmal BAM! Alles voll. So, der Kollege da unten sieht uns nicht. Und das ist gut. Das Ding ist groß genug, um darin eine Baumform anzulegen. So. Hallo, hallo Freunde. Ah, guck mal, die haben sich lieb. Babyspinne, Babyspinne, Babyspinne. Oder die überlegen sich gerade einen finsteren Plan, wie sie uns fertig machen können. Wäre ihnen auch zuzutrauen. Mist. Aber war ja irgendwo wieder klar. Das Glas. Wo haben wir denn das hier? Glasscheibe. Wird aber definitiv nicht langen. So, 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 so. Das dürfte auch belangen. So, schön konzentrieren. Ich möchte ja eigentlich hier kein Material verschwenden. Wäre ein bisschen doof. Wollten wir uns nicht irgendwann auch mal einen Cobblestone Generator bauen? Da war etwas, wenn ich mich nicht irre. So. Tada, der Glasgang ist fertig. Wer hätte das gedacht? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir den jetzt so einfach mal so eine Aufnahme mal so fertig machen. Ich hätte jetzt wieder eher so gedacht, naja, wird jetzt so schon ein Stück dauern, ehe das Ding fertig ist, aber ging ja einwandfrei. Okay. Wir dann noch Cobblestone. Die Steinäxte können wir erst nur noch kaputt machen. So, wenn wir hier reinkommen. So, ich mach's mal hier links und rechts eine Fackel ran.
Ja, doch. Doch, doch, können wir so lassen. So. Dann muss es dann jetzt hier nach oben gehen. Jetzt muss dann hier ein großer Raum kommen. Das muss ja etwas Majestätisches haben. So. Ja, majestätisch. Aber wir brauchen eh einen großen Raum. Wegen den Bäumen. Ich habe jetzt nur vergessen, wie hoch so ein Raum sein müsste. Bestenfalls sein müsste. Oh yeah, Erde. Cool. Einfach so mal mitten im Gestein eine schöne, dicke, fette Erdblase. Mit Gravel. So. Die Kiste. Wir brauchen eine. Gut. Wir haben keine. Upsala. Ich hasse es, wenn die Maus so hakt. Schaufeln. Und wieder zurück. Wir sollten hier vielleicht auch noch so einen Wasserfall so an der Seite runterlaufen lassen. Würde bestimmt auch ziemlich cool aussehen. So, sagen wir, das ist... Das hier ist so unsere Höhe. Für den Raum. Also fangen wir jetzt an, dieser Höhe alles rauszuhauen. So. Mal gucken, wie raum wir den Größe machen. Wie groß wir denn den Raum machen. Das war die Mitte, ne? Ja. Ja, so ein Baumform. Eins. Also können wir vielleicht eine Reihe Bäume machen. Das wäre ja aber auch nicht gerade die Welt. Da müssen wir schon noch ein bisschen was hier rausklopfen. Und dann haben wir definitiv Cobblestone erstmal. Pflastersteine, Entschuldigung. Ja, mit der Axt. Durch das Gestein zu schlagen, ist vielleicht auch jetzt nicht gerade so die beste Idee. Okay. 2, 2, 2. Hier muss noch einmal raus. So. Ein Cobblestone brauchen wir ja auch sowieso für den Nether. Dort müssen wir nämlich auch dann erstmal wieder schön alles dicht machen, damit unser Portal auch gesichert ist. So. Ja, jetzt von der Größe her denke ich schon, dass das hier dann langen dürfte. Also könnten wir halt maximal einen Baum pflanzen. Aber erstmal was essen. Das ist doch Fable, oder? Moment. Ja, Fable. The Temple of Light. So, da müssen wir dann hier noch drei nach hinten. So. Muss ja alles symmetrisch aussehen.
Aber wie genau wir das Ganze symmetrisch machen, das ist eine ganz andere Frage. So. Ich weiß nicht, wenn wir den Raum jetzt nicht besonders, also extrem viel größer machen, dann haben wir hier dann bald nicht mehr allzu viel Platz. Ich weiß nicht. Sag doch mal was dazu, das gibt's doch gar nicht. Ihr sitzt einfach nur vor den Bildschirmen und schweigt. Naja, gut, doch, ich denke, wir werden hier einen einzigen Baum hinmachen. Den kann man ja jederzeit wieder abholzen, aber wenn wir dann irgendwann mal genug Holz haben, dann lassen wir den dann einfach dort stehen. Sieht halt dann auch irgendwo cool aus, wenn dann so ein gigantischer Baum so in der Eingangshalle steht. Hat was, finde ich. So. Und so. Ja. So, das Eisenerz nehmen wir mal mit. Oder, was heißt mitnehmen? Das hauen wir jetzt einfach mal rein und noch einmal Pflastersteine. Wo zu wenig Kohle ist. Aber das ist Holzkohle. So. Schade, dass man Holzkohle und Kohle einfach nicht zusammen stacken kann. So eine Art kleine Farm sollten wir uns vielleicht auch mal bauen. Natürlich dann auch irgendwo im Berg, natürlich. Wir können ja nicht einfach hier unsere Bauart verraten. Sowas ist dann halt immer sehr, sehr nervig, finde ich. Wenn man halt nur einen Raum ausheben will und dann da ganz viel Gravel und so drin ist. Und du weißt genau, dass du da irgendwann weiterbauen willst und machst den halt dann schon mal vorzeitig schon mal weg. Ich meine, guck dich mal hier den Boden an, der ist komplett aus Gravel. Ganz am Anfang mussten wir Gravel suchen. Das ist hier Gravel on Master. Das ist auch irgendwie ziemlich doof. Fühle ich mich ein bisschen verarscht. Hier hinten noch mehr Gravel. Yeah! Was wollen wir denn mit so viel Gravel? Ja, die Pyramide, die ich jetzt quasi in die Mitte hacke, die kommt auch irgendwann weg.